So, jetzt sind die Tiramisu ist schön abgedeckt, den Tisch auch schön glatt streichen. Ich weiß, eigene Lob stinken, aber schmeckt gut. Buongiorno und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute werden wir eine Tiramisu zaubern, ohne rohes Ei, damit keine Salmonellengefahr gibt. Ich verspreche euch, das wird genauso gut schmecken wie eine klassische Tiramisu mit Ei. Versprochen. Aber bevor wir loslegen, bitte abonniere unseren Kanal und lasst uns ein Like unter diesem Video. So, jetzt los geht's. Dafür brauchen wir Mascarpone, 500 Gramm. Dann brauchen wir Zucker, 150 Gramm. Schlagsahne, 400 Gramm. Dann brauchen wir noch Kaffee, Milchkaffee und Löffelbiskuit. Wie viele? Viele. Also kauft ihr ein Päckchen, die bleibt sowieso immer übrig. Also keine Sorge. Deswegen die Italiener machen oft Tiramisu, weil wir haben immer Kekse übrig. Das stimmt, ja, wir haben lieber die Dinger übrig in Italien. Fangen wir an mit dem Sahne zu schlagen. So. Schon fest. Macht immer so rein. Die Sahne ist fertig geschlagen. Die Sahne muss schon fest sein. Es muss so ein Ergebnis geben, dass wir das drehen und nicht runterkommen. Wenn es runterkommt, dann müssen wir weiter schlagen. Und du musst von vorne anfangen. Als nächstes schlagen wir unsere Mascarpone mit Zucker. Dafür brauchen wir eine frische Schüssel. Unsere Mascarpone geben wir in eine Schüssel rein. Also du verwendest die komplette. Ja, also 500 Gramm. Das ist genau eine 500 Gramm Päckchen. Davon brauchen wir alles. Dann geben wir noch unsere Zucker dazu. 150 Gramm. Und dann müssen wir langsam vermengen oder schlagen. Langsam schlagen, ja. Wir haben den Mascarpone und den Zucker jetzt miteinander vermischt. Dazu geben wir noch ein paar Löffel von dem Kaffee. Few moments later. Jetzt geben wir langsam unsere Mascarpone zu unserer Sahne dazu. Also teilweise, oder wie sagt man, stücksweise? Ja, so, genau. Peu à peu. Peu à peu. Wir geben das peu à peu. Und langsam vermengen, ja? Ganz langsam. Sonst wird es zu flüssig. Mal ein bisschen Mascarpone dazu. Und weiter vermengen. Und weiter verrühren. Unsere Creme ist praktisch fertig. Jetzt nehmen wir unsere kaltes Kaffee. Also muss wirklich kalt sein. Nehmen wir in eine große Schüssel. Und dann fangen wir an, unsere Biskuit zu eintunken. Es muss ein sehr schneller Prozess sein, wirklich so, zack, zack. Nicht zu lang rein, weil sonst werden sie zu pappig. Das wollen wir nicht. Sehr, sehr schnell. Zack, fertig. So, jetzt ist es dann natürlich zu klein für unsere Kekse. Also mal teilen. Wie immer halt, gell? Nie die optimale. Nein, nie. Jetzt streicheln wir unsere Mascarpone-Creme drauf. Oh mein Gott, ein Unfall. Ich war zu aggressiv. Nein! Jetzt ist alles zerstört. So, wir geben langsam unsere Mascarpone dazu. So, mit Liebe, ja. Einmal machst du was Schnelles. Ja, nie recht, ne? Und sowas passiert. Tja. Das wahre Leben. Dann nehmen wir eine Spachtel und streichen wir unsere Mascarpone-Creme. So gleichmäßig in den ganzen Schüsseln. Okay. Weiter mit den nächsten Schichten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen von der Amaretto in den Kaffee rein noch dazugeben. Entweder Amaretto oder ein bisschen Rum. Das würde auch sehr gut passen. Aber das ist freiwillig, ja. Ich möchte niemanden zwingen. So, unsere zweite Schicht
ist auch erledigt, fertig, gelegt. Jetzt geben wir unsere Mascarpone dazu und dann nehmen wir wieder unsere Spachtel und streichen wir es schön, ja? Immer mit Liebe, unsere Geheimzutat. Schön glatt streichen. Dafür hilft uns immer ein bisschen warmes Wasser, um es glatt zu streichen. Es muss aber nicht unbedingt glatt sein, ja? Also muss einfach, sagt man regelmäßig? Nee, ja, so gleichmäßig. Muss alles ebenmäßig gestrichen werden. Ja, und der Kaufel war am Ende verdeckt eh die Haare. Das stimmt. Wenn wir schöner machen möchten, können wir auch mit einem Spritzbeutel das ganze Mascarpone-Creme drüber spritzen, ja? Okay. Und alle gute Sachen kommen zum Schluss. Kakao. Schön reichlich Kakao drüber streuen. Schön alles abdecken. So, jetzt den Tiramisu ist schön abgedeckt. Den Tisch auch. Lisa wird wahrscheinlich mich schlagen später. Aber wir haben ein gutes Tiramisu gemacht. Jetzt muss mindestens 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank schön ausruhen, damit die Masse schön fest wird und die Biskuit weich werden. Und dann können wir es probieren. Ja. Wir freuen uns schon. Ja! So, unsere Tiramisu hat 3 Stunden gut geschlafen. Jetzt können wir es probieren. Schneiden wir eine schöne Portion. So, hier. So. Ich werde für euch probieren. Damit muss ihr das nicht tun. Schmeckt wunderbar. Die Creme ist schön fest. Der Löffelbiskuit ist schön weich geworden. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Nicht zu süß, aber wirklich schmeckt wie der Original, ja? Willst du auch probieren? Gerne. Ja. Bitteschön. Mhm. Wirklich sehr gut. Mhm. Ich weiß, eigene Lob stinken, aber schmeckt gut. Schmeckt sehr gut. In dem Fall darfst du dich selber loben. Okay, dann wie immer, probiert auch zu Hause und sagt uns Bescheid, wie euch geschmeckt hat. Und wir sehen uns im nächsten Video.